Guys, willkommen zurück bei Let's Saufen mit Geralt. Nein, wir machen natürlich ein Let's Play von Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Ja, und Rockstar hat uns letztens hier durch die friedliche Lösung in diese Kneipe oder was immer das hier ist geführt. Mal sehen, was wir jetzt hier machen können. Können wir ja vielleicht eine Runde Gewinn spielen? Nein, das will ich euch nicht antun. Lasst mich, ja, lass du mich auch. So, wir gehen erstmal nach oben. Gucken mal, ob wir da ein bisschen Stress machen können. Ich sehe das schon kommen, das dauert keine 5 Minuten. Dann muss ich hier den ganzen Laden auseinandernehmen. Oh, da ist eine Nutte. Guck mal, wie sie sich bewegt. So erotisch. Oh mein Gott. So, du bist du, Hurensohn? Gute Karten heute. Ja, er sieht so aus. Was zum Teufel hat ein Hexer hier zu suchen? Siehst du hier etwa Ertrunkene oder andere Scheißlinge? Spielen wir oder nicht? Nein. Keine. Gute Gelegenheit, ein wenig Karten zu spielen. Kluger Mann, was? Na gut, wir spielen, wenn du Geld hast. Hab ich. Ein bisschen hab ich. Hier in der Stadt gibt es das beste Pulver. Ich will nur spielen. Gewinnt? Ja. Wenn du darauf bestehst. Ich will mal sehen, ob ich was reiße, höchstwahrscheinlich nicht. Ich bin in einer billigen Hure. Musst du gegen ihn jetzt spielen, oder? Weiß ich nicht, er war markiert. Komm, geh mir nicht auf den Sack, ich kenne dich. Ja, ja, ist gut. Meine Fresse. So, dankeschön. So, was haben wir hier? Finte können wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Oh, ja, das ist natürlich sehr gut. Wir haben anscheinend noch nicht genug gespielt. Okay. Wir haben nur die Mindestanzahl an Karten, das kann lustig werden. Ja. Dein Gegner beginnt, so, dann wollen wir mal gucken. 2 soll ich abschmeißen, ja. Komm, dann schmeißen wir Jaap hinweg. Den schmeißen wir dann noch weg. Ah. Schmeißen wir den hier noch weg. Fertig, so. Hey! Hey! Auch fängt ja gut an. Macht da gleich eine Combo-Attacke. Sehe ich schon kommen, blöde Sau. Ach, passt schon. Jetzt ziehst du noch durch. Na, von wegen. Katzen so alles als bequem achten, ne? Oh, dankeschön. Er hat mir gerade irgendwas geschenkt. Und da, boah, Alter, nicht zu knapp. Der durfte Karten ziehen, aber das ist mir ja wurscht. Noch 3, 11 müsste er dazu kriegen. Ich lasse es drauf ankommen. Ja, wieso denn nicht? Die Mucke. Ja, er verstärkt weiter meine Reihen. So kann es ruhig weiterlaufen. Ja. Ja, er lässt dich gewinnen halt, ne? Er ist mal halt ein Sportsmann. Von wegen. Hat er recht clever gespielt, aber hat ihm im Endeffekt nichts gebracht. So. Dein Gegner ist am Zug. Fünfer. Sowas habe ich hier auf dem Friedhof. Hallo, kann ich da mal eben reingucken irgendwie? Na also, so, dann nehmen wir erstmal die alte. Dadurch kann ich nämlich was von meinem Friedhof holen. Nehme ich mir gleich die zweite Balliste. Dann haben wir nämlich gleich direkt 11. Zack. Wieso kriege ich an Ambition zu Yu-Gi-Oh! Sofort, oder? Ja, ich weiß, es ist genauso gestört hier. Na toll, jetzt hat er mir natürlich ja eins kaputt gemacht, weil er eine blöde Sau ist. So. Schmeißen wir gleich das nächste drauf. Hier zu dem neuen DLC, was bald kommt, hört auf Stones, gibt es auch ein Gewinn-Kartenpack als Limited-Teil. Kannst du auch so kaufen. So, wir spielen, was spielen wir denn noch aus hier? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel ausspiele. Komm, nehmen wir hier die alte. Ach, mein Gegner hat gepasst, sehr schön. Das heißt, ich gewinne. Und jetzt kann ich... Ich Demlack. Ich hätte eben noch wieder was zurücknehmen können auf der Hand. Egal.
So, ich bin am Zug, sehr schön. Dann nehmen wir erstmal direkt Snödebröt und gleich machen wir den zweiten Snödebröt und dann machen die Boni für sich. So, die haben sich erstmal jetzt gegenseitig verstärkt. Ach, das Horn. Das hatte ich auch schon. Das ist cool. Na, der hat noch 4 Karten. So, den darf ich nicht spielen, weil damit verstärke ich seine rein. Hat er denn da jetzt vor? So, er hat 8 im Moment noch. Warum will ich gehen ihm die Karten aus? Hoffe ich. Wahrscheinlich verliere ich jetzt. Mal die alte noch. Okay, das war's. Blackjack! Wobei? Komm, ich mach Risiko. Kriege ich jetzt wieder ein paar Karten auf die Hand. 28. Ihr wollt mich natzen. Ja, ist klar. Ja, ist okay. 44. Ist schon recht. Na toll. Natürlich kann ich hiervon, ne? Ach, kannst du alles vergessen. Das war's. Er hat zwar jetzt alles rausgeschmissen an Karten, hat mir aber auch derbe den Arsch poliert. Hab dich ausgenommen, Freundchen. Ja, ja. Bring mehr Geld, dann kannst du es vielleicht zurückgewinnen. Ja, mach so weiter. Hack ich dir den Kopf ab und nimm mir mein Geld zurück. Blöde Sau. Na, siehst du, der ist markiert hier. Mhm. Spiele mit den Gästen Casio Karten. Muss eigentlich mit allen spielen vielleicht. Und mit allen gewinnen. Das wäre gemein. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Kannst du nicht bei Gewinn irgendwie bescheißen oder so? Nein, hast du das? Was hast du sonst noch gehört? Ist Hurensohn da oder nicht? Junior hatte recht. Jemand ist hinter ihm her. Entwaffnet diesen Mann! Ja. Siehst du? Keine 5 Minuten, schon haben wir Stress. Okay, das sah stylisch aus. Und jetzt alle zusammen. Ach, ihr Pisser. Das sieht lustig aus, wie die alle umfallen. Da wäre ich Tragödie. Ich werde dich umschmeißen wie eine, weiß ich nicht. Ja, in falsche Richtung, Gerald. Okay. Hey Jungs, wartet mal eben. Ich muss mal eben mein Mana auf. Oh, sehr stylisch den Kopf abgehackt. Und jetzt Finisher. Guter Finisher. Wie das hier aussieht. Was habe ich nur gemacht hier? Ach, ein paar Karten gespielt. Ein bisschen ja, Karten gespielt. Ich habe Karten gespielt. Geralt war verärgert, dass er verloren hat, ganz ehrlich. Ja, ja. Mein Geld habe ich jetzt. Wir sind wieder überlastet. Natürlich. Anders wird es nie laufen. Ja, runter. Kannst du das sicher? Ich will nochmal umgucken, was da los ist. Tüm, 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 tüm. Hallo. Ist hier wer? Hi. Reich dir die Fresse, ein Stück, ein Mutant! Los, auf ihn! Was habe ich euch denn getan? Ich liebe diese Taktik. Er ist so beschissen an der Wand jetzt. Mach das. Er hört sich nicht, ich kann ihn trotzdem dahin hacken. Ich so. Sollte mich umsehen. Hey, erstmal wird leer gemacht. So, ich sollte mich umsehen. Okay, hier ist eine Tür. Hier ist Stuff zum Mitnehmen. Ja, nimm noch mehr mit. Wieso nicht? Ah. Ich gebe erst Ruhe, wenn Gerald sich nicht mehr bewegt. Sie haben sie ja halb totgeschlagen. Hey, hörst du mich? Moment, ich mach dich gleich los. Ich muss hier erst noch looten. Ist das Hurensohn? Nein. Doch.
Hurensohn lässt sich nicht selbst verprügeln. Bring mich nicht um. Hab ich nicht. Ich glaub, das ist Dudu. Wer zum Teufel bist du? Nee, hab unten nicht. Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Nein. Frag erstmal, wer da ist. Wie heißt du? Rico. Rico Meiersdorf. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bedlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Ich lasse den laufen. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bedlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Okay. Kleines Zwerg, du. So. Der überladene Geralt geht weiter auf die Suche nach einem Händler. Na Leute, was geht? Jetzt kommen wir runter, noch mehr Stress. Ja! Siehst du? Das ist nicht dein Tag. Nee, so ist es auch nicht. Siehst du? Es ist echt erschreckend, dass das immer noch funktioniert. Es hat in Teil 1 schon funktioniert. Ja, weiter geht's. So machen wir die Kämpfe jetzt immer. Einmal. Ihr habt nichts gesehen. Ist nichts passiert, Alles tut die, alles in Ordnung. Siehst du, der Händler ist um die Ecke. Geil. Sogar zwei Händler. Ja, dann gehen wir erst zu dem rechten. Bei dem linken weiß ich nicht, ob das der Affe ist, den wir schon ausgeräumt haben. Ah, ein ganz schöner Tag. Guck mal, der Weihnachtsmann. Der Niedergang der Zivilisation. Moralischer Verfall. Ja. Willkommen. Was darf ich dem ehrenwerten Herrn bringen? Er sieht nicht vielleicht so aus, als ob er viel Geld hätte. Ich habe kein echtes Paar, aber die Größe kommt hin. Gut, zeig mir, was du hast. Pass auf, der hat mehr Guter Geld Mann, als alle anderen. Was habe ich nicht? Und für jeden etwas. Wer sucht, der findet. Auch noch günstig. Ist klar. Süße 209. Das ist immer noch eine normale Menge. So, weg damit. Ja, jetzt hat er nur noch 9. Und zwar, jetzt hat er kein Geld mehr. Mein Gott. Wir sind immer noch 8 Mal. Warte, irgendwas können wir doch garantiert ja, verkaufen. Ja, hier, diese ein Goldteile. Nicht ein Goldteile. Diese Zutaten und alles. Zutaten wiegen nichts mehr. Ja, deswegen haben sie noch ein Gold. Ah, warte. Wir haben Bier. Ja, jetzt ist er nichts mehr. Wir können ja was kaufen. Das ist so nett. Kauf ihm das Bier wieder ab. Ich will's doch behalten. Nee, doch nicht. Was haben wir denn hier? Kästchen. Was ist ein Kästchen? Ehrlich, hier ist was los. Kerze. Nur Müll. Das Beste hat er jetzt von uns bekommen. Ein Schwert und ein Bier. 3 Schwerter und ein Bier. Scheiße. Komm hier, ich schenk dir den. Ach scheiße, ich kann's ihm nicht schenken. Egal, geht zu dem anderen. Gleich sind alle Händler in Novigrad pleite. Sie haben alles von jemand von Riva. Novigrad ist. Ey, brauchst du ein Schwert? Nee, hab ich schon. Auch von den meisten Wolfen. Ja. Ey, Bruder. Vor langer Zeit habe ich einer Frau vertraut. Ich war bereit, meine rechte Hand für sie zu geben. Das ist doch kein Händler. Was ist passiert? Ich hab meine rechte Hand nicht mehr. Ich glaube, muss zur anderen Seite. Ich muss jetzt einmal drum rumtanzen hier. Kea, was das wieder an Zeit frisst. Geralt, warum bist du immer überladen? Wir müssen echt mal offscreen so ein bisschen verkaufen gehen. Das geht so nicht weiter hier. Ach, ist auch noch abgeschlossen. Hilfe, super. Rette mich. Ja, ist später. Ich sterbe. Ja, ist nicht schlimm. Ja. So, wo ist der Händler? Der ist drin. Ich hasse die verdammten Hurensohn. Grüße, was willst du verpfänden und wie viel brauchst du? Was lässt dich darauf schließen, dass ich Geld brauche? Braucht jeder mal. Du siehst nicht aus, als wärst du reich. Nein. Du riechst auch nicht so.
Gerade kann ich nicht planen. Dann willst du dir vielleicht ansehen, was die weniger Glücklichen verpfändet haben? Zeig mir was aus. Zeig mir, was du anzubieten hast. Der hat ein bisschen Geld. Gleich nicht mehr. Der hat nur ein scheiß Buch, was auch noch Quests drin benannt ist. Nö. Noch mehr Junk. Das wird behalten, das ist Junk. Der Stiefel sind Müll, diese Stiefel sind auch Müll, aber der hat kein Geld mehr. Kauf ihm das Buch ab. Ja, ich kauf ihm das Buch ab. Was ist denn das? Ende dein Leben, ein Handbuch. Aha. So, jetzt hat er 61. Die nehme ich ihm auch wieder ab. Da gehen hier nichts. Das ist zu teuer. Das kann er sich nur leisten von uns. Ich frage mich gerade, wer hier bei wem einkauft. Ach, das ist doch scheiße. Okay, mittlerweile haben wir 61 frei. Und nur 61 frei? Ja, komm hier, ich kann dir noch Bier verkaufen. Ich verkaufe dir jetzt immer Bier hier. Komm hier, hau weg die Scheiße. Wir haben noch 8 Stück noch. Ja, jetzt hat er gar keine Kohle mehr. Jetzt ist er auch pleite. So, zweiter Händler, den ich in den Ruin getrieben habe. Was machen wir bloß mit den armen Händlern? Vielleicht sollte ich ihn beim Gewinn gewinnen lassen, damit er dann wieder mehr hat. Entschuldigung. Der Niedergang der Zivilisation. Ich war in Assassin's Creed. So, wo soll ich hin? Finde das Versteck von unserem Junior. Ah, da ist es. Ja, ja, ich weiß, aber ich frag gerade das BPS, ob es noch da ist, ob es irgendwie noch aktiv ist, Arbeitsverweigerung macht oder wie auch immer. Oder beschließt, uns mal wieder im Kreis laufen zu lassen. Du wirst sehen, dass ich alles habe. Almosen, Almosen. Ich glaube, da egal. Da ist die Kanalisation. Ich glaube auch nicht, dass wir da rein müssen. Irgendwie leitet der uns da oben hin. Ich glaube, die Stelle kennst du noch sehr gut. Ja. Wo du da runtergejumpt bist. Ja, ich kenne das noch sehr gut. Da war der Autosave noch gnädig. Wo wir gerade beim Autosaven sind. Wir haben gerade wieder ein bisschen viel gemacht. Und da ich mich ja kenne und ich weiß, dass ich wieder irgendeinen Scheiß fabriziere, machen wir gleich einen neuen Kampf. Hat er jetzt gespeichert oder? Ja, hatte. Achso. Die Wälder sind in Silberstadt. Ich kann dir alle besuchen. Ein Kunde mit Verstand wird dir verneigen, das Gebet vor dem ewigen Feuer. Die Zivilisation handelt auf Joggen durch Norwegen. Also, was soll's sein? Ah. Wir haben eine neue Markierung. Yay, Schnellreise. Okay. Einmal zwischenladen. Überall Weihnachtsmärkte. Ich wollte frischen Fisch. Was ist das? Das erinnert mich irgendwie an Asterix und Obelix. Diese Streiterei, ob der Fisch frisch ist, oder nicht? Das ewige Feuer wird uns leiten. Sie retten nach dem neuesten Mond. Hier und nur hier zu haben. Luftverschmutzung pur. Ach, hätte ich ein Schloss, würde ich es genauso machen. Hoho, Geralt der Riesenherr. Das ist schön schwer hier Arbeit zu finden. Zähne im Arsch, als das Hurensohn Scheiße. Und hat er mir das Hexer als Schuld hier? Hallo. Ach, Rolvens Kumpel, nicht wahr? Ich hab von dir gehört. Hast du hier das Sagen? Was geht dich das an? Wo ist Hurensohn? Ich suche Junior. Willkommen im Club der Hurensohnjäger. Leider sind die Mitgliederausweise gerade ausgegangen. Und bei Junior hast du auch kein Glück. Der ist nicht da. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein. Blutiges Chaos. Ist irgendwie passiert. Bin ganz höflich hier erschienen, um Hurensohn Junior zu einem Treffen mit Kumpeln einzuladen. War aber schnell klar, dass hier niemand was auf die Tradition der Gastfreundschaft gibt. Aha. Ich schau mich mal um. Ich hab dich im Auge. So, der hat uns im Auge und wir gucken uns das hier an. Allerdings erst in der nächsten Folge.
Wir sagen an dieser Stelle ganz einfach, see you guys, und schaltet wieder ein, wenn Rockstar hier erstmal alles auf den Kopf stellt.